und ganz schön laut. Kann man das drehen? Nein. Look, it's the golden knife. But how to get it? Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? Irgendwie schon. Hier sind wir unsere Lampe weg. Jetzt können wir es drehen. Watson, I need your help. Tja. Oh, cool. Ja, hier sind wir, Watson. Hi, ich bin Watson. Können wir da durch? Faszinierend. Und, warte. Was ist das? Steht da. Oh, ah! So. Oh, guck mal. Ein richtiger Biss. Aber... kommen wir denn hier wieder raus? Und der hier ist die Tür. Da, die Tür. Okay, cool. Cool. Aber... Jetzt ist das wieder zu. Jetzt ist das hier auf. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Hmm. Okay, cool. So, jetzt können wir wieder auf. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Yeah. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Kette ein. Kette ein. Warte. Ich wüsste einen Weg. So. Muss ich nur noch? Muss mich nur noch der liebe Watson wieder rauslassen. So. Reinlassen. Watson, lass mich rein! So. Ja. Ja, jetzt muss ich erstmal den lieben Watson rauslassen. Warte, irgendwas stimmt hier nicht. War das der hier? Ja, der hier war's.
einmal hier deaktivieren. Nein. Aktiviere diesen Hebel. Boah, das kann man gar nicht aktivieren. Ja. Mal ganz kurz so. Die Sache ist die, er geht jetzt hier raus, weil müssen wir den hier noch aktivieren. Das ist der hier. So. Aber this mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Ich verstehe. Okay, wir machen es nochmal wieder zurück. Jetzt verstehe ich es nämlich. Wir lassen jetzt den Watson erstmal raus. Rein. Warte, das ergibt keinen Sinn. Was tue ich denn? Moment. Ich lasse ihn mal ganz kurz wieder raus. So. Nein, komm. Ich hab's gleich. Warte. Das war es für hier. Was war nochmal hier? Da kann ich rauslassen. Ich bin gerade so hart verwirrt. Wie kriege ich ihn denn? Wie kriege ich ihn denn da wieder raus? Ey, ich bin ja aber so hatte. Oh, warte, das ist der falsche. Thank you.
rennen, sagte ich. Watson. Ich werde dich hier lassen, Holmes. Du bist mir zu verrückt. Und du bist mir zu creepy. Ich wollte dich nur mal ein bisschen ärgern. Easy. Komm mit. Wir gehen nach oben. Ja, wir deduktieren gleich. Wo sind wir jetzt hin? Wo fahren wir denn jetzt hin eigentlich? Aua! Woher, wo fahren wir denn jetzt hin? Ach, jetzt sind wir hier. Okay, cool. So. Was haben wir denn hier? Silber durch. Silberwaffe, der Mord wurde mit einer Waffe aus Silber begangen, die nach der Tat im Kohlebecken eingeschmolzen war. Aber das. Goldener Dolch. Oh, okay. Der sagenhafte goldene Dolch befand sich unterhalb der Ausgrabungsstätte. Das ist ein großer Fund, der jedoch nicht für auf The Rodneys Konto geht. Ja, der goldene Dolch zu finden wahrscheinlich. Wertvolles Geheimnis. Sir Rodneys Geheimnis war eine wichtige Entdeckung. Ein Fund, der wie eine Bombe eingeschlagen hätte. Damit hätte er jeden Konkurrenten in seinem Fachgebiet ausstechen und den Ruhm und die Ehre ganz allein einstreichen können. Ja, das ist ein Motiv. Sir Rodneys Auftrag rettet die archäologische Arbeit in den Thermen. Pitkins Sorgen. Pitkin war nicht glücklich darüber, dass sich die Eröffnung der römischen Thermen wegen Sir Rodney verzögerte. Er war verärgert. Pitkins ging davon aus, dass Sir Rodneys Forschung für ihn aushalten. Die Arbeit sollte den Ruf. Ich glaube ja. So gern, wie ich den wahrscheinlich hängen sehen will, ich glaube, der hätte mehr profitiert, wenn alles, wenn alles geklappt hätte. Weißt du, was ich meine? Gleichzeitig ist Auftauchen. Bitte Blinkhorn entlassen. Ja! Plinkhorns Demütigung. Plinkhorn arbeitete, wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet, doch das ging auf Kosten seiner Moral. Plinkhorns Interesse, Plinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet. Er war sehr dankbar dafür, dass er mit Sir Rodney zusammenarbeiten konnte und die Möglichkeit hatte, von ihm zu lernen. Kann sein. Warte mal. Ja. So. Jetzt überlegen wir mal. Ach, es tut immer noch so weh. Also, der Mörder war wohl da unten. Das hatten wir jetzt durch die Lampe erfahren. Sherlock Holmes dachte, es wäre es war vom Mörder. Also, ich glaube nicht. Also, Garrow, es kann sein, dass der irgendwie einen an der Waffe gekriegt hat, wegen dem Fluch und bla bla, ne? Kann auch sein, dass der das vortäuscht, aber wir gehen jetzt mal davon aus, er ist wirklich krank. Der hätte sich nie im Leben darunter getraut, glaube ich. Und, der Pitkins, so sehr wie ich ihn nicht leiden kann, ich glaube, er hätte profitiert, wenn, wenn der goldene Dolch, Dolch gefunden wurde. Das hätte ja ein Ansehen noch im Ruhm und bla bla, ne? Klar, er war verärgert, dass es so langsam voranging. Aber ich glaube,
Der hätte profitiert. Das wäre seine Therme. Ja. Und ich glaube, Plinkhorn, der ist Archäologe. Er hätte sich runtergetraut. Klar, vielleicht geht es ihm nur um... Es kann ja sein, dass er einer von den Leuten ist, der sagt, ja, es geht mir nicht um Ruhm, es geht mir um die Arbeit. Es kann sein, aber ich glaube... ja. Ich glaube, da hat er schon so ein bisschen seinen Stolz. Weil er so sagt, sein Stolz ist verletzt worden und ja, weil er kam ja zu keinem Ergebnis und dann kam der Sir Rodney-Gedöns und er kam zu einem Ergebnis und hätte den Ruhm für sich einheizen können. Verstehst du? Deswegen, auch wenn ich ihn sehr sympathisch finde, aber ich glaube, er hätte das größte Mordmotiv. Motiv Rache. Plinkhorn ist ein verdienstvoller Fachmann, dem allerdings bewusst war, dass er bei der anstehenden Entdeckung ins Abseits getrennt worden wäre. Damit hätte er die Chance seines Lebens auf Ruhm und Anerkennung verpasst. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und also vor allem wirkt er so, als ob er hart arbeitet, aber einfach nicht den Ruhm kriegt, den er meint hätte zu verdienen. Plinkhorn. Eisdolch. Er tötet Sir Rodney, um ihn für seine... Ja, ist es jetzt nun das Eisdolch oder nicht? Kann gut möglich sein. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Er kannte doch die Technik, oder bin ich jetzt doof? Auf diesem Foto war doch er und Sir Rodney, oder nicht? Er tötete Sir Rodney, um ihn für seinen Machtmissbrauch zu bestrafen. Zudem wollte er finanziell davon profitieren und in seinem Tätigkeitsfeld glänzen. Er verwendete eine Reproduktion des goldenen Dolches von Mithras aus Eis. Ja, so ist es dann auch wieder komplett verschwunden. Und, verschwunden. Und wenn das... Jetzt mal so eine kleine... Also ein bisschen dahergedacht, ne? Wenn er den Metall, also dieses Metallding da, dieses Eisending, ich weiß gerade, Eisen? Auf jeden Fall, wenn er diesen Klumpen da, wenn er das zu einem Dolch hätte gemacht, ne? Wäre dann an den Klumpen nicht auch mal ein bisschen Blut? Oder bin ich jetzt blöd? Weil, auch wenn das nicht mal die Form eines Dolches hat, glaube ich, da wären mindestens noch Reste vom Blut. Das, weil er hat es ins Feuer geschmissen. Er hat es nicht ins Wasser geschmissen, sondern ins Feuer. Und Feuer wäscht kein Blut ab, oder? Wer, bin ich blöd? Keine Ahnung. Und wenn ich, ja, wie gesagt, wenn ich mich recht erinnere, kennt er diese Technik. Auf dem Foto war er doch auch drauf, oder nicht? Hat sein ganzes Leben den Goldenen durchgewidmet und Randcliffe wollte die Lorbeeren für deinen Fund alleine einreichen. Hätte Plinkhorn den Fund, hätte er den Mord nicht begangen. Ja, das stimmt wohl. Gnade, keine Gnade. Oh Gott. Der Hebel und der Kübel. Ich weiß es gerade nicht. Bin ich mir sicher? Bin ich mir sicher? Nein.
Mr. Holmes, what happened? This. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see, Mr. Blinkhorn. One never knows what one might find. Occasionally, remarkable rarities, such as this. The thrill of the discovery, and one's own enhanced reputation. Wouldn't you agree? Well, are you suggesting that... I am not suggesting anything. I know. You found the knife. You are an intelligent man. The ghost knife shall remain one of the most ingenious constructions I have seen in my career, I do assure you. I don't understand. Yes, you do. I am praising your performance, your perfect murder. What? Wait, are you accusing me of murder? No, I deny it. Mr. Blinkhorn, it is no use to deny it. I know the truth. You had no choice. Because it was you who found the golden knife, and therefore you had to be the murderer. Sir Rodney was determined to receive all the credit for the find, when in fact it was your work. He would have crushed you to be sure that you could never tell the truth. But I uphold the truth, and I will tell it. What do you mean? That you will save me? What I mean is that you deserve a second chance. I shall be following your career with the keenest interest, Mr. Blinkhorn. Farewell. Blinkhorn hatte sein ganzes Leben auf der Suche nach dem goldenen Dolch von Mithrad gewidmet, doch Radcliffe wollte die Lorbeeren für den Fund des Dolches für sich ganz alleine einstreichen. Seine mächtigen Freunde und sein herrschsüchtiger Charakter hätte Blinkhorn zugrunde gerichtet, wenn er versucht hätte, sich dagegen zu wehren. Aus goldenem Dolch von Mithrad gewidmet, doch Radcliffe wollte die Lorbeeren für den Fund des Dolches ganz alleine einstreichen. Seine mächtigen Freunde und sein herrschsüchtiger Charakter hätte Blinkhorn zugrunde gerichtet, wenn er versucht hätte, sich dagegen zu wehren. Aus diesem Grund verwendet er einen selbstgemachten die Lorbeeren für den Fund ist durch das ganze alleine. Ich bin blöd. Einen selbstgemachten Eisbereiter, um eine Reproduktion des goldenen Dolches von Mithras einzustreichen. Seine mächtigen Freunde und sein herrschsüchtiger Charakter hätte Blinkhorn zugrunde gerichtet, wenn er versucht hätte, sich dagegen zu wehren. Aus diesem Grund verwendete er einen selbstgemachten... ich bin so blöd! aus Eis herzustellen. Diesen durchbrachte er in einem Eisbehälter... Ich wollte schon wieder oben anfangen. Eisbehälter mit Champagner in den Dampfraum, tötete Bandcliff damit und... damit und ließ ihn nach der Tat auf den Boden fallen, sodass er wieder schmelzen konnte. Hätte Blinkhorn den Fund für sich beanspruchen können, hätte er den Mord nicht begangen. Oh. Ich hatte recht. Okay, cool. Okay, cool. Ich bin empfindsam. Oh! Echt? Ich weiß nicht. Ja, okay, vielleicht bin ich zu gutherzig. Ich weiß. Aua! Oh, es tut so weh. Es tut so weh. Okay, wie viel Zeit habe ich noch? Ich kann zumindest ein bisschen anfangen.